So, neues Let's Play, dieses Mal Guild Wars. Dennis ist wieder an meiner Seite. Ja, verbeuge dich vor meiner Macht. Und ja, wir haben uns vorgenommen, Eye of the North durchzuspielen. Das ist eine Erweiterung von Guild Wars. MMORPG, vielleicht kennt es einige. Ich denke mal, wenn ihr euch das Video anguckt, werdet ihr es auch kennen. Daher werden wir nichts erklären, sondern werden auch nur die Hauptquests machen und die Missionen, da es sonst recht zeitaufwendig wäre und meine Festplatte, glaube ich, für die Videos gar nicht genug Speicher hätte. Naja, jetzt geht's erstmal los zum Spalt. Ja, zum Spalt. Ab nach Eye of the North. Ihr merkt vielleicht auch schon die Erdbeben. Auch nicht. Feuerkobold, Stufe 11, das dürfte kein Problem sein. Naja, genau, in dem Gebiet, wo wir uns jetzt erst aufhalten, sind die Gegner ein wenig schwach für uns, aber das ändert sich noch nicht. Ihr merkt auch schon, diese Erdbeben, die haben mit unserem Quest zu tun. Ja. Und zwar müssen wir einen Spalt oder eine Höhle finden, die sich aufgetan hat durch diese ganzen Erdbeben. Seht ihr jetzt. Und dann geht's mal auf den Ort. Ah, unsichtbare Mauern. Da ist ja der Riss. Der Spalt. So, wollen wir mal anlabern. Den Riss erkunden. Aha, mitten im Spalt. Okay. Der sah von außen zwar eigentlich ziemlich winzig aus, aber okay. Ja, was so durch Erdbeben geschieht, ist schon hart. Machen wir uns Damage-Dinge? Ja. Ja. Ich meine, und das Erdbeben wirft uns jetzt auch regelmäßig hin. Sieht dann nicht Fleisch. Auf geht's. Lauf nicht weg, Höllenhund. Mann. Angst haben, bleib stehen. Komm schon. Aber nicht so viel. Ja, jetzt sind die Gegner schon ein bisschen stärker, aber die werden sich auch noch steigern. Das ist jetzt eigentlich alles noch unter unserem Niveau. Ist ja Vorschule. Feiglingdolche! Ich würde sagen, erstmal auf den Mönch greifen. Sterbt. Stirbt. Ich glaube, wir brauchen gar kein Gift drauf machen, das ist total unnötig. Hast du überhaupt was gegen die? Ja, eben, die haben ja kein Fleisch, angeblich. Jetzt wählen wir hier. Okay, sind verschwunden. Schön. Trink da ein Schlückchen. Spirito. Ich hab nicht gesagt, dass die Flasche gefüllt ist. Dann schmeißt du weg. Aber schön trennen. Ich glaube, jetzt muss die Sequenz kommen. Ja, genau.
Nehmt euch mehr Fässer. Wir werden sie brauchen. Jo. Und findet weg. Er muss uns das Portal hier raus öffnen. Was ist hier los? Wo kommt ihr denn her? Babyface. Ist das Sprengstoff? Über uns liegt eine Stadt. Ich weiß, Moment. Jack, da seid ihr ja. Es gibt Ärger. Wir kümmern uns drum. Macht ihr das Portal bereit? So leicht wird das nicht. Die Zerstörer haben die zentrale Transferkammer schon überrannt. Verdammt, ohne die Kammer gibt's keinen Weg zurück. Wartet. Die Beben haben neue Gänge geöffnet. Dort müsste es hinausgehen. Nicht mal. Der Buch hat recht. Ich oh ja, das weiß. Woher hört ja, du das weißt. Wir kommen am besten mit uns. Getrennte Gruppen werden schnell Zerstörer verdammt. Was sind diese Zerstörer? Zerstörer halt. Ich bin da. Wie schießt du bist. Wie laut sie sind. Schon gut, da brauchen wir ja doch nicht mehr rennen, ne? Wenn sie jetzt eh schon hier sind. Ja, eben. Lauf, lauf, wo ist. Ah, wo ist der Ausgang da? Egal, lauf einfach. Ja. Nein, stell dich ihnen los. Sei nicht feige. Verbleibende Zeit für die Flucht. Es wird jetzt ja alles überrannt. Ich sehe schon noch mal. Ich glaube, bei der Knochen. Na? Ah. Oh oh. Hilfe. Ja, wie kann ich nochmal die Kamera drehen, Dennis, während dem Laufen? Ich möchte sie ja schon sehen. Geht das? Hä? Da bewege ich mich aber selbst mit. Ach so, meinst du nicht? Ja, genau. Ich laufe einfach rückwärts. Bin ich irgendwie langsamer? Ja, ne? Oh, 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 okay. Ja, ah! Moment, ich muss doch irgendwie so eine Lauffähigkeit haben. Ich hab das einfach vorher verreckt, Mann. Okay, jetzt geht's. Dennis, nein! Nein, ich bin Single. Ich hab das. Geh um mich weiter. Ja. Bleibt mir was anderes übrig? Ja, ich könnte sterben. Na egal, lassen wir das. Kommt da hinten. Oh, der ist down. Nein, der lebt gleich wieder. Sogar. Feel the magic. Das Portal geht durch das Portal. Es ist das große, violette, grüne Ding. Oh mein Gott, eine Minute, soll ich das schaffen? Fuck, ich bin kein 100 Meter Sprinter, ich will noch nie für Sprinten geboren worden. Komm daher. Ja, jetzt habt ihr Angst, ne? Jetzt habt ihr Angst! So, eingeschüchtert. Yeah. In den Norden. Ja. Jora. Oh, das kleine lila, violett, glühende Ding. Das gleich wäre. Durch das wir gleich krank gelaufen sind. Dumm. Fum. Wie? Du lebst wieder. Das ist ja, hier. Ne? Unfassbar. Und wo bin ich? Weg! Sperrt das Portal! Alle anderen sichert das Gelände! Wo sind wir? In den fernen Zittergipfeln, vor allem weit weg von den Zerstörern. Hier gibt's kaum Zwerge. Weißt du, warum die Zittergipfel heißen? Speer- oder Steingipfel-Exilanten. Halt! Bleibt! Weil es da so kalt ist. Was ist? Flachwitz. Man nennt sie die Norm. Groß, stark und äußerst übellaunig. Wir müssen uns den Weg vielleicht freikämpfen. Nord. Hi. Euer Freund hat teils recht. Sie ist aber groß. Hierher kommen nicht viele Zwerge oder Menschen. Es gibt hier also Menschen? Nein, du bist kein Mensch. Ihr könntet ihnen begegnen, falls ihr so lange lebt. Du bist echt nicht der Hellste, Dennis.
Aber keine Sorge, mir liegt nicht an euch. Ich bin auf größere Beute aus. Nur ein Bär. Wohin jetzt, Ogden? Oh, nice. Explosions. Oh, okay. Wenn man es anders nicht regeln kann, ey. Immer Gewalt. Den einzig möglichen Weg. Vorwärts. Hat er links oder rechts geht doch auch.